Hallo und herzlich willkommen, finanzbegeisterte Zuschauer. In diesem Video werden wir uns mit KI-gesteuerter, disruptiver Technologie beschäftigen und insbesondere mit ChatGPT. Ich zeige euch, wie diese disruptive Technologie den gesamten Markt, die gesamte Finanzindustrie und alle anderen Branchen aufrollen wird. Ich bin absolut begeistert, wie du merken kannst. Ich habe das Ding vor 2 Tagen kennengelernt und ich kann mir noch nicht vorstellen, was da noch alles kommen wird. Ich zeige dir einen Großteil dessen, den ich jetzt in den 2 Tagen schon gelernt habe, und sei gespannt, wie die KI die Zukunft der Finanzwelt neu ordnen wird. Du kannst besser traden, du kannst mehr Informationen bekommen, du kannst viel bessere Aktieninvestments, Immobilieninvestments tätigen. Bleib dran, wir schauen es uns an. Viel Spaß. Ich komme gar nicht mehr klar. ChatGPT ist der absolute Hammer. Ich zeige dir jetzt genau, warum und weshalb. Bevor, falls du davon noch nie gehört hast, ich bin auch einer der ersten auf YouTube, die das zeigen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Die Firma, die dahinter steckt, ist OpenAI und die ist ein forschungsintensives Unternehmen. Was machen die? Die haben alles im Open Source. Das bedeutet, alles, was die in ihren Forschungen rausbekommen, geben die frei zugänglich für alle, weil deren Intention ist, da kriege ich schon wieder Gänsehaut, die wollen die KI weltweit freigeben, fördern. Und hier gucken wir uns die ganzen Möglichkeiten an. Alexa und Siri sind nur der Anfang von dem, was möglich ist. Natürlich ist es schön, wenn du sagst, hier Alexa, mach mir im Wohnzimmer das Licht an. Aber da geht noch viel, viel mehr. Und wir gucken uns jetzt gleich an, was alles passieren kann. OpenAI ist ein Unternehmen, was auch regelmäßig Updates macht, immer wieder neue Forschung, alles aufzeigt. Und Ziel ist es, den Menschen den Zugang zu diesen Informationen zu geben. Das Neue, was ich dir jetzt zeige, ChatGPT, wurde am 30.11. released. Und das wird die ganze Welt revolutionieren. OpenAI hat bisher mit anderen Projekten auch schon viel geglänzt. Und zwar, ich nenne nur mal DALL-E 2. Wenn dich das interessiert, guck dir das mal an. Da kann die KI für dich Zeichnungen machen. Ich habe das mal getestet. Ich habe gesagt, male mir einen Hund unter einem Baum an einer Straße. Zack, nach 10 Sekunden hatte ich das Bild. Spannend. Also das ist nur die Spitze des Eisbergs. Heute gehen wir mal unter die Wasseroberfläche und gucken uns das Ganze mal an. Um dir zu zeigen, wie disruptiv diese ganze Szene ist, zeige ich dir einfach mal, wann hat welches Unternehmen 1 Million User erreicht. Und zwar bei Netflix hat es 3,5 Jahre gedauert. Twitter hat nur noch 2 Jahre gebraucht, um 1 Million User zu erreichen. Facebook war bei 10 Monaten schon dabei, Spotify 5 Monate. Du siehst, die Zeit wurde immer kürzer der Firmen. Instagram war nach 3 Monaten schon bei 1 Million User. Und jetzt halte ich fest, jetzt kommen wir zu ChatGPT. Die haben den Vogel abgeschossen. Nach nur 5 Tagen hatten die 1 Million User. Wir sind aktuell in der Beta-Phase. Das bedeutet, die Zugriffszeiten sind gerade abends und nachts sehr, sehr lang, weil die ganzen Amerikaner da dieses Ding nutzen. Also ich nehme das Video jetzt vormittags auf, weil nachts hast du relativ lange Wartezeiten bzw. Responsezeiten. Gehen wir direkt in das Programm rein, in die Anwendungsbeispiele. OpenAI. Wenn du da auf die Seite gehst, openai.com, dann findest du relativ einfach hier ganz unten ChatGPT. Das DALL-E war das, was ich dir schon gezeigt habe. Die anderen, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Klickst du drauf und dann landest du direkt bei ChatGPT. Das Ganze ist ein Chatbot. Das heißt, du kannst dich unterhalten wie mit einem Menschen. Und diese Intelligenz, die antwortet dir immer. Bei Google kennst du, wie mache ich Hundeerziehung, zack, kriegst du eine Antwort, beziehungsweise kriegst du eine Seite, wo du es nachlesen musst. Hier kriegst du direkt im Chat die Antwort. Es gibt ganz, ganz viele Anwendungsbeispiele. Du kannst zum Beispiel dir Rezepte geben lassen und sagen, ich hätte gern irgendwas mit Spinat ohne Nüsse. Oder du kannst sagen, du kannst dir Einkaufszettel schreiben lassen. Du kannst dir einen Song schreiben lassen. Das habe ich auch schon gemacht. Schreib mir einen Song über Basketball, dann schreibt er dir einen kompletten Text, ein Gedicht. Du kannst wirklich alles auf Sprache basiert erstellen lassen. Jetzt gehen wir aber mal in das Thema Finanzen. Das ist ja für dich besonders interessant. Gucken wir uns das Thema an. Was ist Inflation? Und jetzt siehst du, jetzt hat er dir das Thema Inflation beschrieben. So, jetzt haben wir das Thema Inflation beantworten lassen. Wir können dann auch sagen, was ist Inflation für einen Grundschüler? Weil der versteht vielleicht die bisherige nicht. So, und das wird jetzt einfach viel, viel leichter beschrieben. So kannst du genau deinem Niveau entsprechend eine Frage stellen und kriegst dort immer die Antwort. Du kannst aber noch weitergehen und zwar, stelle mir einen Code für eine Homepage, Thema Finanzen, weil das ganze Tool kann sogar programmieren. Und jetzt bekommst du einen Code für eine Homepage. Du kannst jetzt einfach schauen, während er das jetzt programmiert, machst du Copy-Paste, packst es auf deine Domain und dann ist deine Seite quasi fertig. Du kannst jetzt auch, wenn du sagst, ah, das ist nicht für mich ausreichend genug, du kannst jetzt diesen Code nehmen und kannst es ergänzen. Zum Beispiel ergänze bitte Doppelpunkt blauer Hintergrund mit Header und
Buddy. Das sind jetzt so Begriffe aus der Homepage. Du kannst natürlich auch anders schreiben. Du kannst auch sagen, ich hätte gern links im Menü, rechts im Menü etc. pp. Und jetzt habe ich das ergänzt. Und was macht er? Jetzt schreibt er mir die Homepage neu. Das Spannende ist, wenn du Programmierer bist, gerade wenn du im Anfang bist, dann brauchst du nicht mehr programmieren lernen. Wenn du später Profi bist, 20 Jahre Erfahrung, die können nicht ersetzt werden. Aber hier, du kannst zum Beispiel, wenn irgendwo in einem Code ein Fehler ist, kannst du den einfach reinkopieren, korrigiert er dir. Du brauchst kein Baukastensystem mehr für deine Homepage. Dann, ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn du Trader bist, kennst du vielleicht die Seite TradingView. Du kannst dir einen Code für einen Backtest schreiben lassen, wegen den Aktien, wegen ETFs, wegen Optionen etc. pp. Was kannst du noch mit dem Thema Finanzen machen? Zum Beispiel, schreibe mir einen Blogpost zum Thema finanzielle Freiheit. So. Dann wird er jetzt dir einen Blogpost schreiben für das Thema finanzielle Freiheit. Und dann wird er jetzt anfangen, wie du siehst, ich lese dir das Ganze jetzt nicht vor, er schreibt und das ist inhaltlich wirklich gut. Ja, ich habe verschiedene fachliche Themen auch schon getestet. Der schreibt richtig gute Themen. Was du nicht machen kannst, damit ein komplettes Buch schreiben. Er macht, das ist einfach noch eine Begrenzung seitens der Programmierer. Das wird einfach noch im Moment reglementiert. So, und jetzt siehst du hier, wie kommt man zu finanzieller Freiheit? Schritt 1, mach dir einen Haushaltsplan. Schritt 2, baue Schulden ab. Schritt 3, wirklich gut. Schritt 4, jetzt musst du investieren. Und Schritt 5, verfolge deine Ziele. Ja, er hat das wirklich sehr, sehr gut aufgefasst. Wenn dir das zu viel ist, dann kannst du das Ganze auch zusammenfassen. Fasse die 5 Punkte in Stichworten zusammen. Du kannst mit dem reden, sprechen, wie mit einer Person. So, jetzt mache ich das Ganze, fasse es in 5 Punkten in Stichworten zusammen und jetzt nimmt er die 5 Punkte, die er eben genannt hat. Also es ist wirklich ein Interagieren miteinander. Zack, hast du die 5 Punkte als Stichpunkt. Fertig. Haushaltsplan erstellen, Schulden abbezahlen, regelmäßig sparen, in Anlagen investieren und konkrete Ziele setzen und verfolgen. Du siehst, wir sind noch ganz am Anfang. Da geht noch viel, viel mehr. Du kannst es in jeder Sprache machen. Du kannst es auf Englisch, auf Spanisch und auf Deutsch. Die 3 Sprachen habe ich getestet. Natürlich kannst du es auch in anderen Sprachen nochmal testen. Nur das sind die 3, die ich spreche. Deswegen konnte ich nur diese 3 testen. Inhaltlich wirklich, wirklich gut. Gehen wir mal weiter. Wie analysiere ich ein Aktienunternehmen und die Bilanz? So, wenn du noch nicht Bilanz lesen kannst, lässt es dir hier schön erklären. Schritt für Schritt. Natürlich musst du das dann anders noch selber umsetzen, aber du bekommst hier einen Fahrplan. Und ganz wichtig, ist nicht wie bei Google. Du kommst auf eine Seite, wo du dann nochmal weitersuchen musst und vielleicht ist nicht das, was du genau gesucht hast. Hier sagst du ihm genau, Moment, das habe ich anders gemeint, mach mir das anders, schreib mir das neu, schick mir was anderes. Und diese Technologie ist frei für alle zugänglich. Das ist ja das Spannende. Open Source, offener Quellcode. So, und da hat er jetzt genau beschrieben, welche Finanzkennzahlen du beachten musst, auf was du achten musst. Du kannst jetzt tiefer reingehen, du kannst jetzt zu jeder Kennzahl fragen, zum Beispiel Umsatz und Gewinn. Wie lese ich den Umsatz und Gewinn? Also wirklich komplett bis ins letzte Detail und er erklärt dir komplett alles. Das ist absoluter Wahnsinn. Gehen wir mal kurz in das Thema. Wie geht eine Nebenkostenabrechnung bei Immobilien in Stichpunkten? Ich will jetzt nicht mehr den gesamten Text haben, machen wir einfach nur in Stichpunkten. Habe ich reingeschrieben, du siehst, das ist Realtime, das ist live. Jetzt schreibt er, Nebenkostenabrechnung, sagt er erstmal kurz, was es ist. Das dient dazu, die tatsächlichen Kosten auf den Mieter umzulegen. Was sind die tatsächlichen Kosten? Zeigt er dir gleich. Und jetzt sagt er in Stichpunkten, okay, was musst du machen? Ersten Schritt, Rechnungen sammeln. Zweiten, du musst halt schauen, wie viel jeder Mieter an Betriebskosten bezahlt hat, wie viel muss er zahlen und dann die Differenz erstellen. So, du hast gesehen, der hat jetzt die 9 Punkte live reingeschrieben. Ich habe jetzt hier einen kleinen Cut gemacht, weil es ist wie bei einer Schreibmaschine. Du siehst, wie er schreibt, es hätte ein Momentchen gedauert, wollte ich dir ersparen. Du siehst, du kannst alles fragen. Ich gebe dir nochmal eine Idee. Und zwar, um was geht es im Buch Think and Grow Rich? Kennst vielleicht das Buch, finde ich ein super Buch. Thema Mastermind, sensationell. So, dann sagt er jetzt, es ist ein Bestseller von Napoleon Hill. Das geht um erfolgreiche Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung, natürlich auch Mindset für die Börse, ganz, ganz wichtig. Und es hat verschiedene Lehren und Philosophien und hat einen Schritt-für-Schritt-Plan, wie man die Ziele erreichen kann. Jetzt spricht er das Thema Mentaleffekt an. Wenn du nicht weißt, was es ist, frag nach, was ist der Mentaleffekt? Welche Ratschläge, Strategien werden genannt in Stichpunkten? Und dann, müssten jetzt um die 13 sein, glaube ich, zeigt er dir, welche Punkte dahinterlegt sind. Das heißt, das ist der Inhalt von dem Buch. Den kannst du dir wirklich als Essenz rausziehen lassen. Oder du nimmst auf der FAZ beispielsweise einen Artikel, kopierst dir den kompletten langen Absatz, kopierst den hier rein, sagst, fasse mir den in Stichpunkten zusammen. Dann hast du innerhalb von 10 Sekunden eine Zusammenfassung eines Textes.
Das sind nur die Anfänge, die wir hier sehen. So, jetzt hat gerade die erste Kamera den Geist aufgegeben. Dafür haben wir immer ein Backup. Ich möchte dir noch eine letzte Sache zeigen. Und zwar, erstelle eine Haushaltsrechnung für zwei Personen mit einem Budget von 2000 Euro beispielsweise, je nachdem, wie viel du hast. Und dann fängt er an und schaut sich das ganze Thema an. Haushaltsrechnung für zwei Personen mit einem Budget von 2000 Euro. So, und jetzt fängt er, wie gesagt, an, das Ganze für dich runterzuschreiben. Das ist eine erste Indikation. Du kannst natürlich alles individuell machen. Du kannst zum Beispiel sagen, Nahrungsmittel brauchst du nicht 300, sondern 400 Euro. Du kannst zum Beispiel auch sagen, ergänze um beispielsweise Ausbildungskosten von 300 Euro. Nehme ich jetzt mal als Beispiel. Wenn er jetzt fertig geschrieben hat, dann können wir das direkt wegschicken. So, schicken wir die neue Anfrage weg und dann macht er diese Ergänzung direkt und baut es in unsere Haushaltsrechnung ein. So, und jetzt ist er schlau. Jetzt sagt er schon, guck mal, um das Budget einzuhalten, musst du halt jetzt woanders Einsparungen machen. Zum Beispiel machen wir das Thema Unterhaltung von 100 Euro auf 50 Euro runter. Und so hat er das automatisch für dich angepasst. Und jetzt weißt du, warum ich diese künstliche Intelligenz so feiere. Wir sind gerade am Anfang von etwas ganz, ganz Großem und du bist dabei. Wenn dich das Thema interessiert, zum Beispiel Nebenkostenabrechnung erstellen, habe ich auch schon ein Video gemacht. Du bekommst von mir auch eine Excel-Vorlage, wenn du das machen möchtest. Du kannst auch gerne das Thema Haushaltsrechnung dir näher anschauen. Beides habe ich schon Videos zu gemacht und zu beiden bekommst du auf meiner Seite cashflow-coach.de eine kostenfreie Vorlage. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Dein Martin, ciao.